Das ist eine sehr, sehr schwierige Stelle im Spiel. Aber sehr, sehr cool, weil ich liebe Snipern. Ja, ja, komm hoch hier, komm hoch hier. Was ist denn jetzt? Raiden, where do you think you're going? Your job is to safeguard Emma. Give her a safe passage with the PSG-1. Eigentlich dachte ich, ich könnte da oben hoch. So, gut, fangen wir an. So, wir müssen hiermit anfangen. Also erstmal ist es wirklich eine gute Idee, die Thermal-Goggles aufzusetzen. Wo ist der Sinn? So, denn das sind die ersten Ziele, die wir auf jeden Fall wegholen. Nein. Na, komm schon. So. Und dann sind solche Ziele dran. Nur, dass er gerade weg ist, leider. Gunciphers müssen wir auch dran denken. So, jetzt wird es langsam schwieriger. Ja, wo ist er denn? Na, super. Das war es wahrscheinlich schon gewesen. Ich war ein Ticken zu langsam. Wahrscheinlich schon viel früher abschießen müssen. Wo wir gerade drüber reden. Ach, jetzt verlässt mich das Pentazemin. Schweinerei. So, Gunciphers. Da muss man den Schussweg berücksichtigen. Finde ich eigentlich alles ziemlich cool, aber Emma hat schon so viel Schaden genommen, ich glaube nicht, dass das ausreicht. Weil es ist wirklich sehr, sehr hart, dass sie bis darüber kommt. Vor allem, es gibt gerade nichts abzuschießen. Gucken, ob es hier wieder Neues gibt. Nein. Kriegt dann Munitionsnachschub und so alles. Und mit der Zeit. Na. So, ich habe fast vergessen, dass. Oh, da oben. Habe auch gerade gar keine Zeit, so das zu machen. Ja. Verdammt. So, da kommt er gleich rum. Ich muss ihn ziemlich gut abschießen jetzt. Jetzt los. Da müsste gleich einer kommen. Wo ist Emma? Da ist einer. Ah. Verdammt. Na. Ah. So kacke. Ach ja, super. Wer hat denn sie denn jetzt gesehen? Mal stoppen. Stoppen. Da. Ah Mann, ey. Tja, das war's fast mit Emma und das war's auch fast mit meiner Munition. Ja. Was ist denn jetzt los? Ja, das war's mit Emma. Ein Cypher! Emma! Tja, das wird, wie gesagt, eine sehr lustige und schöne Stelle. Muss sich hier um alles und nirgends und nichts kümmern, quasi. Es gibt da wirklich ein schönes VR-Training zu, das, was Raiden vorhin angesprochen hat. Das ist noch härter als die Stelle. Das macht aber sehr viel Spaß, weil es eben so hart ist. Finde ich so. Habe ich bisher bloß einmal geschafft und bestimmt, ja, 5 Stunden dafür gebraucht insgesamt. So, Thermal Goggles auf.
Wir gehen in Runde 2. Von vielen. Dann, zack. So. Ich kann auch die Tranquilizer mal rausholen. Die ist für den Fall eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Dann spare ich ein bisschen Munition zum einen. Und ja, für die normalen Wachen, sage ich mal, ist das optimal. So, den habe ich getroffen. Da kippt er um. So. Ach verdammt, das war jetzt sehr doof. Gut, bin aber wieder auf die gleiche Stelle gespawnt quasi. Geht schon wieder so weit von Emma weg, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Ist doch gewusst. So, aber ich wollte hier hinten noch was abräumen. Wenn wir bis dahin kommen. Weil besser jetzt als später, wenn ich anders zu tun habe. Wobei ich ja jetzt eigentlich anscheinend auch anders zu tun gehabt hätte. So, kurze Schnaufpause. Tranquilizer Bullets einsammeln. Wieder hin. Ja, ich weiß halt einfach nicht, ob es was bringt, die überhaupt abzuschießen oder ob sie mal wieder neu kommen. Verdammt. So, jetzt können wir mal hier bisschen Special Action auspacken. Denn sie redet, während sie da hinten ist. Phew, safe, I guess. If I managed to get this far, it must be thanks to that riding guy. Huh. But he's, well, what is the deal with him? He's got a weird name, dresses pretty weird too. And I'm not really sure about the way he holds my hand and things. He's easy on the eyes, though, so I guess I can let that slide. But I got my own ideas about that hair. I wonder if it's... well, it must be. I could ask him later. Oh, but he'd probably get ticked off. I'll leave him alone. Die spielen darauf an, dass Ryan wahrscheinlich eine Perücke trägt. Vor allem Ryan Special... Special Items quasi, die ihm Unlimited Ammo und Unsichtbarkeit bescheren, das sind nämlich Perücken. Was sehr, sehr lustig ist. So, jetzt müssen wir gucken, damit wir hier alles von ihr fernhalten. Da ist schon mal der Typ, den wir jetzt nicht mehr kriegen. Aber die hier können wir kriegen. Damit sie sie nicht kriegen. Verdammt. Nein! Das geht schon kaputt. Wir haben ja echt Besseres zu tun, als mich mit euch zu beschäftigen. So, kommt da hinten jetzt einer oder kommt da hinten jetzt keiner? Wo ist Emma? Hinter dem Pfeiler wahrscheinlich. Ja. Gut, von da ist glaube ich keine Gefahr mehr zu erwarten, von hier aber schon. Puh. Schnell aufstehen, Muni holen, hinlegen, weiter. Okay, Moment, dem muss ich mich kümmern. So. Nein. Gut. Ah. Zu tun, packen wir es an.
Und wo? Von hinten kommt auch noch ein Cypher an. Oh, von da. Mein Gott. Treffen tut er auch nicht. Glück gehabt, ein wenig. Ich weiß nicht, ob die neu ist, aber... Darum müssen wir uns auf jeden Fall noch kümmern. Mann. Gut. So. Okay. Wir wissen, das ist wieder voll. War hier oben einer? Ne, nur Vögel. Zack. Da oben ist aber einer. Ah! Erwischt. So, nächste ruhige Stelle. Ich glaube, das ist die Johnny-Stelle. Freeze! Ja. A girl. What are you doing here? It's not by choice, thank you very much. Oh. You're not gonna shoot me. No. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise you'll get hit with diarrhea. Huh? One of the few things I learned from Shadow Moses. What are you talking about? Ancient history. Don't worry about it. I have no idea what you're talking about, but does this mean you're letting me go? Well, you could have found a nicer way to say that, but sure. Better hurry. Thanks. Don't mention it. Just run like hell. Oh no, my stomach. Not again. This place is about to sink. Just get out fast, okay? Wait! What? What's your name? Don't have one. Huh? Okay, fine. It's Johnny. Oh, I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... What a weird guy. Der gute Johnny.